Okay, drastische Situation erfordern, drastische Maßnahmen. Ach du Scheiße. Hoffen wir mal, dass ich das wieder in den Griff kriege. Wie macht der? Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe dabei überhaupt kein gutes Gefühl. Hallihallo, Löhle, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Survival Martin. Heute 24 Stunden Überleben mit Maya im Bunker. Wie funktioniert das mit dem Haustier in diesem Bunker? Den habe ich vor 2 Jahren gebaut. Wie es Maya macht mit Pipi und Kaka, das probieren wir heute aus. Wie kriegt man denn so einen Hund in den Bunker? Ganz einfach. Das ist genau dafür gedacht, dass man halt seinen Hund transportieren kann für Bergsteigerpassagen oder halt auch einfach um den Bunker zu bringen. So, Maya, let's go. Damit beginnt dieser Selbstversuch mit Maya im Bunker genau jetzt. Es ist natürlich tatsächlich deutlich anstrengender, mit Maya hier reinzugehen als alleine. Tatsächlich muss ich jetzt auch gleich sofort beginnen, die grundlegenden Maßnahmen zu tun, die halt hier unten wichtig sind. Als allererstes machen wir mal die Lüftung an, weil dann fühle ich mich einfach auch sicherer. Man hört's. Wasser eingeschaltet. Dann gucken wir uns jetzt mal die Werte an, die wir drin haben. 6 Grad und 65% Luftfeuchtigkeit. Das werden wir im Auge behalten und gucken, wie sich das verändert. Gegen die 6 Grad müssen wir auch gleich noch was tun, aber dazu später mehr, denn jetzt müssen wir uns erstmal um die Toilette kümmern, damit, falls Maya jetzt hier gleich pinkeln muss, ich was vorbereitet habe. Das dauert aber noch eine Sekunde. Bevor ich aber da rangehe, werde ich mir und Maya jetzt erstmal ein bisschen Wasser abfüllen, damit wir hier auch was zu trinken haben. Aber erstmal Wasser für den Hund und Wasser für mich. Eine für mich und eine für Maya. Meine Süße. Frisches Wasser ist wichtig. Die Wasserversorgung steht, aber jetzt ganz wichtig, weil Maya hat ja jetzt getrunken, bauen wir hier quasi die Toilette fertig. Dafür habe ich tatsächlich im Vorfeld schon draußen im Camp Maya eine Toilette gebaut. Das ganze Video dazu könnt ihr euch gerne auf dem Money Live-Kanal angucken, weil da habe ich nochmal ausführlich gezeigt, wie genau ich das Ding gebaut habe. Die muss ich jetzt aber noch vorbereiten, weil da kommt Katzenstreu rein. Das steht hier drüben. Da. Und das machen wir jetzt. So sieht das jetzt aus. Ich habe es jetzt einmal gefüllt. Ich habe extra naturbelassenes Zeug genommen. Also wirklich was. Rein theoretisch könntest du es auch essen, ja, aber wir wollen das ja nicht essen, sondern wir wollen ja darauf Pipi machen. Jetzt machen wir den Pipi da drauf. Hier ist noch wichtig zu sagen, der hat eine Drainage. Das bedeutet, der ist gelöchert. Das heißt, das Wasser oder beziehungsweise das Pipi läuft dann durch den Teppich hier rein. Und das bindet das quasi und dann hoffentlich riecht es nicht so extrem, beziehungsweise hoffe ich, dass Maya das überhaupt annimmt. Auf der Fähre damals nach Schweden hat sie das tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Können die reinpullern, dann läuft das ab und dann wird es abgespült, fertig. Und das hat sie super angenommen. Also deshalb hoffe ich ganz fest, dass wenn sie muss, dass sie dann einfach das nimmt. Und wir werden sehen. Das ist eine echt spannende Frage, auch für mich. Ich habe das, keine Ahnung. Wir befinden uns im Szenario und deshalb sage ich euch so, wie es ist. Wenn ich merke, dass es Maya nicht gut geht und dass es hier Probleme gibt oder irgendwas, dann, genau, dann gehen wir auch sofort wieder raus hier. Also hier wird quasi nichts gemacht, was Maya halt jetzt irgendwie schadet. Ne? Also macht euch da keine Sorgen. Was ist denn los, meine Süße? So, was ist als nächstes dran? Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal ein bisschen um Wärme, weil es ist tatsächlich sehr, sehr kalt hier drin. 6,5 Grad ist nicht cool. Dafür habe ich auch eine kleine Erneuerung bzw. Veränderung und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ursprünglich bzw. auch im Notfall würde ich immer noch mit diesen Gasdingen hier heizen, mit diesem kleinen Katalytofen, aber ist halt Gas, was verbrannt wird und in so einem kleinen Raum, schwierig. Aber es gibt eine Erneuerung und zwar ist das ein einfacher, ganz normaler Frostwächter mit einer Heizfunktion. Im Detail so, da hinten so eine Heizspirale, die wird erwärmt und dann wird halt Luft rausgeblasen. Wir sind aktuell bei 7,2 Grad. Schaffe ich es damit, eine vernünftige, angenehme Raumtemperatur zu schaffen? Das probieren wir jetzt aus.
Ich habe hier so einen Stromwandler und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist auch für mich das erste Mal eine Premiere. Das ist ein Stromwandler, der diesen 12-Volt-Strom, der durch die Windgeneratoren draußen generiert wird. Jetzt die Frage, schaffen die das mit der Watt-Ausgangsleistung? Denn dieser wunderschöne Heizlüfter hat halt 2000 Watt. Was passiert, wenn ich jetzt einschalte? Normale Lüftung geht. So, Heizstufe 1 und er steigt aus. Da siehst du es halt. Das ist halt ein absolutes Problem. Das Gerät sagt, nein. Genau aus dieser Problematik heraus, weil ich mir das schon gedacht habe, dass das nicht funktioniert, habe ich mir was Neues für den Bunker überlegt, beziehungsweise eine Notfallgeschichte. Es funktioniert ja, so ist gut, mit Licht und allem, was man so braucht, und mein Handy laden, alles gut, aber ich mach mal aus. Aber tatsächlich, am Ende des Tages, um halt einen Heizlüfter zu betreiben, der halt nicht mit Gas funktioniert, musste ich umdenken. Und habe mir was organisiert, wo ich euch gleich mitnehme und mal zeigen werde. Das ist halt einfach krank. Das ist einfach geisteskrank. Das ist ein absolutes Upgrade für den Bunker. Ob es funktioniert, das kriegen wir zusammen raus. Ha, fast vergessen. Ich muss euch ja noch einschalten. Ich bin dein Bunker-Supporter. Alle dabei. So. Alles gut. Alles gut. Kannst auch runterkommen. Du musst nicht da oben bleiben. Georg, kannst du runterkommen. Adi, so. Siehst du, jetzt geht es wieder hier auf der Plätzchen. Wenn du nervös wirst, das merke ich, dann kommen wir zur Toilette. Aber erstmal kommen wir zur Neuheit. Genau. Hier stehen die beiden guten Teile. Das ist quasi das Delta Max System von EcoFlow. Ich schalte mal so ein Ding ein. Ach ne, hier ist der Knopf. Das gleiche machen wir hier auch. Schmeißen wir mal an die Mühle. 100%. Komm schon. Stecker rein. Aktivieren. Und er läuft! Weil die Teile hier, diese wunderschönen Dinger von EcoFlow, die haben halt eine Ausgangsleistung von 2400 Watt. Das ist halt einfach krank, die Teile. Und wenn wir mal eine Etage tiefer gehen. Ich habe mir auch eine Kaffeemaschine für den Bunker organisiert, eine sogenannte Espresso-Maschine, weil dieser Instant-Kaffee einfach widerlich ist. Und da wir jetzt genug Power haben im Bunker, zweimal Notstrom, nutzen wir ihn doch einfach auch mal. Richtig auf Herz und Nieren prüfen. Schön warm, schön warm. Wir müssen mal hier die Temperatur im Auge behalten, 7,2. Ah, alles gut. Bei mir ist halt wichtig, dass Maya hier unten halt am ehesten warm wird und noch was abbekommt. So. Und jetzt gucken wir mal, da ist nämlich der spannendere Teil dabei. Wie lange kann ich jetzt den Lüfter betreiben mit 2000 Watt? Er sagt, ich kann jetzt mit der Wattleistung von 1868,67 eine Stunde den betreiben, den Lüfter. Wir probieren mal, ob das stimmt. Und ob sich die Temperatur quasi weitestgehend verändert. Es ist halt krank, wie viel Power diese Teile brauchen. Das ist halt echt krank. Darum macht es auch so gut wie keiner. Hier sieht man halt die Ladevorrichtung. Hier kannst du halt anschließen, womit du laden willst. Da steht extra Battery Port 1 und 2. Und ich glaube, wenn ich mich nicht alles täuscht, ist es dafür da, dass du die miteinander koppeln kannst. Das ist quasi ein durchgehendes System. Ganz normal, 12 Volt kannst du anschließen. Wir sind schon bei 96% und das nach so kurzer Zeit. 59 Minuten noch, dann ist vorbei. Sehr, sehr cool. Aber die hat halt 19 Bar Druck und macht halt ultra geilen Kaffee. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Aber erstmal Wasser auffüllen hier. Eine Tasse brauchen wir noch. Ich stehe auf die Geisteskrank-Tasse, meine Lieblingstasse. Lädt Vorrat. Ich stehe auf schwarz. Nee, passend zum Outdoor, nehmen wir einfach mal grün. So, probieren wir mal aus. Das war Kaffee. Nee, läuft noch. Okay. Bin gespannt, ob jetzt beides funktioniert. Der Lüfter und die Kaffeemaschine, das wäre ultra krank. Oh, unglaublich. Ja. Warme Hände und ein Kaffee. Das ist schon Beweis genug, dass das System hier einfach krank ist. Einfach krank, geil. Für den Bunker auf jeden Fall eine Aufwertung. Guckt euch das an. Einfach geil. Einfach geil. Ich gönne mir jetzt erstmal ernst in Ruhe meinen Kaffee. Einfach geil. Noch eine Verbesserung zum letzten Mal, eine Isomatte. Einmal zum Teil zum hier drauflegen, weil bei 10 Grad wird es halt durch dieses dünne Material hier einfach richtig kalt. Wo wir gerade bei dem Thema kalt sind und Steine, in dem ganzen Bunker ist alles trocken. Ich habe keine Probleme mit Feuchtigkeit, wo ich eigentlich erst dachte so, oh scheiße. Aber der zweite Winter ist durch und tatsächlich ist alles dicht. Kein Schimmel, auch kein Schimmelgeruch oder irgendwas. Ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz. Wir haben zwar schon 9 Grad, aber ich will, dass Maya halt eine Decke kriegt.
wenn sie schon hier unten liegt, weil hier unten bleibt es am längsten kalt. Oh, siehst du? Für alle, die neu dabei sind, gehe ich mal ganz kurz im Schnelldurchlauf durch, falls du das Video vorher nicht gesehen hast, was im Bunker drin ist, damit auch der natürlich hier auf dem neuesten Stand ist. Hier drüben haben wir Lappen und Handtücher und Zubehör für die Küche. Hier ein paar Namensschilder. Hier haben wir einen taktischen Knoblauchstreuer. Hier haben wir taktisches Paprika. Zum Anzünden der Herdfläche haben wir hier auch ein Feuerzeug. Hier drüben gehen wir in die Richtung der Supporter. Hallo. Und ja, hier ist die Tasche von der Taschenlampe. Weil die aber hier dran hängt als Schnellzugriff, habe ich die Tasche da oben, falls man mal rausgeht und halt eine Tasche braucht. Müllbehälter, Entertainment-System. Hier die Controller dafür. Hier haben wir so einen großklassischen Abfallbehälter. Ja, habe ich bis jetzt auch noch nicht wirklich benutzt, weil ich immer eine Mülltüte aufhänge. Also wie da. Kleidung, Hygieneausrüstung. Das heißt, was haben wir hier drin? Eine Glühbirne. Super. Ich glaube aber, dass sich das auf die untere Etage bezieht, weil hier siehst du alles, was ich brauche. Zahnbürste und so weiter und so weiter. Dreckwäsche bzw. frische Wäsche ist hier drin, falls man mal einen neuen Pulli braucht. Weltempfänger, Radioempfänger. Der funktioniert einfach mit einer Kurbel. Ankurbeln. So, er rauscht, heißt, wir haben noch Batterie. Genau, Funkausrüstung, falls man zu zweit im Bunker ist, der eine geht los, um irgendwas zu prüfen. Hier haben wir noch einen faltbaren Napf für Maya, auch natürlich so klein wie möglich, damit man den halt auch einfach mitnehmen kann. Hier sind so allerlei Kabel drin von den Funkgeräten. Hier haben wir Werkzeug, Reparaturset, zum Beispiel so eine Art Knetbeton, womit halt auch die Lüfter hier festgemacht sind. Ja, genau, ganz klassisch Werkzeug, ein Schraubenzieher. Eine Zange, ein Bleistift, also alles, was man so braucht. Ein paar Schrauben, Gehörschutz, falls man zu zweit ist zum Kacken, und eine Augenbinde, damit der andere halt auch die Augen zumachen kann und nichts hört und nichts sieht. Ich sag's euch. Mach den Ton aus! Was? Du sollst den Ton ausmachen! Jetzt? Okay, okay, jetzt der Ton aus. Ich versuch jetzt mal mein Glück. Mikrofon ist an. Zur Not aber auch zum Schlafen. So, hier haben wir quasi unsere Waschecke. Das sind Tücher zum Reinigen des Körpers. Was ich mich erfrage, ist, wie ist wirklich das Körpergefühl danach? Weil eine Dusche gibt es hier in dem Bunker nicht. Pfefferspray zur Abwehr, ganz wichtig, falls mal irgendwie einer hier ein bisschen versucht hier reinzukommen oder da draußen irgendwie Stress macht oder Tiere, die angreifen. Auch nochmal Feuchttücher zum Reinigen, feuchtes Toilettenpapier für den Popo. Das ist ein ABC-Schutz, einfach eine normale Gasmaske. Hier haben wir eine sogenannte Brandschutzmaske. Mit der kannst du jemanden aus einem brennenden Haus retten. Hier haben wir das quasi, das nochmal original verpackt, nochmal als zweites. So, das war grob der Überblick von den Taschen, die hier hängen. Was da halt so drin ist, was verbaut ist. Wir können mal ganz schnell in die Küche reingucken. Genau. Küchenutensilien. Ein Brettchen, ein Löffel, eine Gabel, ein Messer, alles was man so braucht. Seife in Festform. Hier unten haben wir Frischwasser, Senf, ein bisschen Reis angefangen schon. Hier ist der Frischwassertank, da hinten ist der Dreckwassertank, da ist auch schon ein bisschen Dreckwasser drin. Und ich habe überlegt, tatsächlich mal zu probieren, ob es Sinn macht, mit einem Holy Grail dieses Dreckwasser zu filtern und dann nochmal zu benutzen. So als Trinkwasser oder so. Und hier drüben haben wir einen Haufen Vorräte. Hier auch Schnelldurchlauf, machen wir ganz einfach. Tactical Food. Trockennahrung. Was hier der Vorteil ist, wenn man den Bunker verlassen muss, kann man sich einfach die Eimer greifen, ins Auto schmeißen, fertig, los. Hier hast du natürlich fertige Nahrung, die aber jetzt quasi in der Masse, wie das dazu bewegen, ist halt einfach schwierig. Deshalb ist das Fluchtnahrung bzw. die absolute Notfallnahrung. Oben haben wir den Arzneikoffer, da sind Medikamente drin, Kochsalzlösung etc. etc. Die sind beide leer, das sind meine sogenannten Müllkoffer. Wenn du längere Zeit hier drin bist, musst du ja den Müll irgendwo lassen, deshalb klack, klack, rauf, rein in den Müll. Genau. Ein bisschen Reis, Spaghetti, Gulasch, Vitamin C, Magnesium, auch ziemlich wichtig. Frischwassertanks haben wir hier, 120 Liter in der Summe. Wenn du pro Tag 1 Liter, bist du hier bei 120 Tagen. Extrem viele Kerzen. Taktisches Food auch wieder, Notfall, solche Dosenbrot gibt es halt selber. Käse, Kuchen, alles was so für die Stimmung ein bisschen besser ist, was es halt so im normalen Handel nicht zu kaufen gibt. Hier haben wir Mayas Hundefutter, extra eine Variante vom Hundefutter gewählt, die tatsächlich dafür da ist, dass wenn Maya, also wenn unsere Vorräte alle sind und wir haben das noch, dann kann ich das auch essen. Habe ich probiert. Glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner. Ah, das ist lecker. Hier drüben
Tomatenmark, bisschen Obst, bisschen Gemüse noch, Fisch, Fleisch, Decken, Schlafsäcke, ganz wichtig. Und was für die Seele, Y-Food, mein neuer Sponsor. Dazu später aber ein bisschen mehr. Hier nochmal auf der Seite das Energieregal. Hier unten haben wir halt zum Heizen, für die Toilette, für die Energieversorgung, fürs Gemüt. Das war das Bunkerinventar im Schnelldurchlauf. Ich bin gerade dabei, mit Maya zu versuchen, dass sie versteht. Hier kannst du fein machen. Mach fein. Das ist das Kommando, aber hier mach fein. Ja, mach fein. Also hinsetzen kannst du. Bisschen feines Mäuschen. Ja, ist gut. Alles gut. Es war ein Versuch. Aber wenn du musst, sagst Bescheid, ne? 3 Minuten noch, 6% und wir ballern. Aber das ist echt leider, 2 Minuten noch. Naja. Tatsächlich haben wir damit 11 Grad generiert, knapp 12 Grad. Das ist jetzt nicht so cool. Ich habe gehofft, dass es tatsächlich mehr bringt über die Stunde hinweg. Gut, dass ich es mache. Dann ist es nämlich das, warum ich es mache, zum Optimieren. Weil am Ende des Tages, wenn ich ihn ernsthaft brauche, den Bunker, und er dann halt mich im Stich lässt, das ist gar nicht gut. So, das war's. Overload. Gut, ich schalte jetzt die Gasbrenner ein. Und ich bin gespannt, ob die Teile jetzt mehr bringen als der Lüfter in einer Stunde. Ich habe mir Gedanken gemacht, bevor ich jetzt hier einfach rumgammeln, rumliege, schnappe ich mir jetzt einfach einen Block und fange mal an, eine Inventarliste zu schreiben. Erstens, was ist alles im Bunker, wie häufig und wie lange ist es zum Beispiel haltbar? Wir haben jetzt zum einen hier die normale Toilette, aber die ist nur für Großgeschäfte. Mir das so gedacht, der Deckel ist ziemlich groß und man kann es halt direkt trennen von großen Geschäft. Ich habe das Glück, dass ich im Stehen pinkeln kann, deshalb. Wie sieht es hier aus? Super. Und ich glaube. Geil. Runde Tekken habe ich noch gezockt, aber jetzt ist Schluss mit Zocken. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Maya entertainen. Dafür habe ich mir ein paar Leckerlis mitgenommen und dann werden wir mal ein bisschen hier deinen Kopf ein bisschen anstrengen. Hältst du davon? Bist du dabei? Okay, let's go. Jetzt. Prima, fein. Den kriegst du schon mal. Hier auf den Platz. Sitz, so ist fein. Pfötchen, super, prima. Maya, Platz, super, prima. So, einmal nochmal Sitz, so ist fein. Wie macht der Hund? Wie macht der Hund? Prima, super. Auf der Platz, haben wir noch was? Ach genau, einen haben wir noch. Achtung, dreh dich, noch eine Runde, dreh dich. Fein, prima. Meine Süße. Immer mal wieder eine Handvoll Leckerlis, ein paar Kommandos, damit der Hund halt auch ein bisschen vom Kopf gefordert wird. Pfötchen, prima. Okay. Oha. Oha. Der CO-Melder schlägt aus. Gut, dann wollen wir mal hier ausmachen. Scheiße. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass ich das wieder in den Griff kriege. Okay, Lüftung läuft auf höchste Stufe. Gaskopf, habe ich ausgemacht. Das macht sich schon ein bisschen mürbe im Kopf. Okay, wir sind bei 99. Wie lange piept denn das noch? Okay, wir sind bei 98. Kann ich jetzt wieder zumachen? Es wird kalt. Jetzt wird kalt. Okay, wir sind bei 38 angekommen und jetzt ist das Ding auch ruhig. Wollen wir nochmal versuchen? Ja, wollen wir nochmal versuchen? Mach fein.
Okay, immer noch nicht. Musst du nicht Pipi? Aber du musst doch mal Pipi machen. Die Dinger laufen wieder. Nach der ganzen Panik und nach dem ganzen Stress hier krieg ich jetzt aber langsam Hunger. Wir sind übrigens bei 0,00 ppm. Wir sind also wieder runter. Dafür ist jetzt kalt. Ja, also wie man merkt, habe ich tatsächlich ein arges Problem mit dem Heizungspotenzial für den Winter in dem Bunker. Gut, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran und nochmal überlegen. Aber ey, geil, selbst dafür hat sich der Test jetzt schon gelohnt, obwohl Maya darauf gar keinen Einfluss hatte. Ich habe Maya gerade nochmal versucht, pinkeln lassen zu gehen. Sie möchte nicht. Leute, es gibt eine gute und eine ganz, ganz geile Nachricht. Und zwar habe ich einen neuen Sponsor gefunden. Und das ist eine gute Überleitung, denn ich habe inzwischen Hunger und möchte was ausprobieren. Wer ist der neue Sponsor? Ich kann es euch verraten. Es ist Y-Food. Ich freue mich darauf, dass Y-Food quasi tatsächlich mir das Vertrauen entgegenbringt und sagt, ey Martin, hier sind unsere Produkte, wir sponsern dich, wir unterstützen dich, probier dich aus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Finde ich sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank dafür erstmal, denn das Unimog-Projekt frisst natürlich wieder arg viel Geld und dafür brauche ich einen Sponsor. Und ja, es ist Y-Food. Aktuell ist es noch so, dass ich noch am Ausprobieren bin. Also ich habe jetzt hier meine Lieblingssorte vom Liquid Beer schon gefunden. Das ist Crazy Coconut, schmeckt wie Pina Colada, nur ohne Alkohol. Sehr, sehr lecker. Es ist eine vollwertige Trinkmahlzeit. Da ist alles drin, was man braucht. Schmeckt halt einfach geil. Das Sortiment ist natürlich ein bisschen größer. Und ich habe hier jetzt, was ich vorher auch nicht kannte, sehr, sehr geil. Y-Food hat jetzt hier so 5 Minuten Terrin. Dafür werde ich mir jetzt mal 3 Stück gleich aufkochen und die einfach mal durchprobieren. Upsi, gibt es einmal Mexican Chili, Italien Pasta und Thai Curry. Hände waschen. Fertig. Maya wirkt ein bisschen nervös. Ich versuche nochmal Toilettengang. Toilettengang gemacht zur Seite. War weg. Niemand schickt zur Seite. Ich muss das hier rausziehen. Vorsicht. Und jetzt mach fein. Mach fein. Mach kacki, pipi, fui. Mach fein. Dafür ist es da. Kacken. Pipi machen. Los. Was guckst du mich an mit deinen coolen Augen? Guck mich nicht so an. Ups. Geht lecker. Wir beginnen mit Thai Curry. Kann man essen. Wir gehen ins Mexican Chili. Kleine Schärfe. Schmeckt mir sogar noch besser als Curry. Italian Pasta. Von den drei Sachen schmeckt mir die Pasta am besten. Bisschen schlotzig. Und ich mag es schlotzig, finde es geil. Aufgegessen. Ich bin satt. Mir hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Wenn du jetzt auch Appetit oder Bock bekommen hast und auch probieren möchtest, dann hast du jetzt eine einmalige Gelegenheit, denn es gibt gerade 20% auf das komplette Sortiment von Y-Food mit dem Code Martin20. Also, such dir was Schönes aus, gib den Code Martin20 ein und greif zu. Gönn dir guten Appetit und ich bedanke mich für deine Unterstützung. Küsschen. Ja. Wurde gerade unsanft aus meinem Mittagsschlaf gerissen. Wir sind schon wieder bei 62 ppm. Und der CO2-Melder geht schon wieder los. Daraus zu schlussfolgern ist ganz einfach, dass auch selbst diese kleinen Katalytofen, beruhige dich, ich mach dir die Tür auf, einfach zu viel CO2 entwickeln. Das heißt, in dem Raum hier zirkuliert es nicht gut genug, ohne dass die Lüfter an sind. Die habe ich gerade erst angemacht, dass hier einfach die Konzentration zu hoch geht. Ich muss mir also irgendwas überlegen, wie ich hier drin heizen kann. Ohne Gas zu verbrennen. 14 Grad haben wir jetzt gerade hier drin. Inzwischen sind wir seit fast 8 Stunden hier unten drin. Maya war immer noch nicht auf Toilette. Darum auch die Decke. Darum habe ich inzwischen auch schon einen Schlafsack ausgepackt, weil es einfach viel zu kalt ist. Maya, wir versuchen es jetzt nochmal, okay? Komm mal hier, los. Ja, das ist auch der Beweis, dass sie muss. So, es ist jetzt nicht so, dass sie nicht muss, sondern sie traut sich nicht. Maya, mach mal fein hier. Ja, fein. Nein, hier. Hier, mach fein. Fein machen. Warum setzt du dich hin? Auf der Fähre hat es so gut geklappt. Was ist los? Okay, drastische Situation erfordern, drastische Maßnahmen. Ich werde jetzt Maya vormachen, wie ich darauf pinkel. Und hoffe dann, dass sie versteht, dass sie auch fein machen darf. Dazu hocke ich ihn jetzt hier hin und werde halt so, jetzt nicht die volle Ladung, aber so ein bisschen raufpullern. Fein! Kannst du auch fein machen. Mal, ich setze mich jetzt auch hier hin und tu so, als wenn ich nicht da wäre, okay? Da, stopp! Vorsichtig und fein machen.
Ja, fein machen. Ja. Du weißt das. Mach fein. Du musst jetzt nicht nur einmal hinhocken und Pipi machen. Dann ist alles gut. Du kannst mir ruhig glauben. Mach fein. Ja. Ist völlig okay. Wirklich, ist völlig okay. Du kannst jetzt da Pipi machen. Es ist schwierig. Bis dato haben wir eigentlich eine gute Zeit gehabt, alles war easy, aber jetzt inzwischen fange ich an zu zweifeln, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, was das für eine psychische Belastung für Maya sein muss. Sie war jetzt seit 8 Stunden nicht auf Toilette und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe dabei überhaupt kein gutes Gefühl. Und ich habe am Anfang gesagt, wenn ich merke oder ich die Befürchtung habe, hier passt irgendwas nicht oder das ist irgendwie nicht zum Wohle von Maya, dann breche ich ab. Und in dem Sinne ist es halt genau das. Ich habe jetzt hier einmal raufgepinkelt, weil ich gehofft habe, dass sie das versteht oder vielleicht sogar zu voll nimmt. Funktioniert gut. Da ist die Pfütze und das wird jetzt gerade aufgesaugt hier unten, also alles gut. Also mein Klo funktioniert schon, aber Maya, ich hätte wahrscheinlich vorher irgendwie was nehmen müssen, das hier da irgendwie oder ihr das drunter schieben müssen, als sie mal draußen pinkeln war, damit sie versteht, dass ich da raufpinkeln kann. Aber in dem Fall jetzt hier muss ich euch ehrlich sagen, kann und will ich auch einfach nicht weitermachen. Ich werde jetzt zusammenpacken und mit Maya abhauen. Wir haben es jetzt 18.05 Uhr. Ja, kurz vor 10 sind wir hier drin gewesen. Habe ich mir tatsächlich einfacher vorgestellt? Habe ich tatsächlich falsch gepokert? Ich glaube, das muss man trainieren und das muss man vorher machen. Und nicht erst, wenn es zu spät ist und in die Mucke reingeht. Ist das für mich an der Stelle gescheitert. Ein Szenario, ein Selbstversuch, absolutes gutes Learning. Wir haben inzwischen auch nur noch 11 Grad hier drin. Und es Heizung kann ich nicht mehr anschmeißen, weil der CO-Melder anspringt. Das heißt, Heizungsproblem und mit Maya kann ich hier auch nicht drin bleiben. Ich hätte gerne noch die Nacht mit Maya hier drin verbracht. Unter den Umständen breche ich hier ab. Falls ihr noch mehr geisteskranker Szenarien und Selbstversuche sehen wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Falls euch bis hierhin das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Nicht vergessen, in der Beschreibung ab sofort 20% auf das komplette Byfood-Magazin beziehungsweise auf das ganze Byfood-Sortiment. Einfach erst Link in der Beschreibung. Wichtig, Code Martin20. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt, sofern man einfach liebt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns beim nächsten Selbstversuch. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.